Leute, wie sieht's aus? Ist das gerade? Diana, mehr nach links. Nein, Knoppert. Diana, mehr nach rechts. Leute, links oder rechts? Diana, kleb ihn näher an das N, bitte. Okay, Maya, ich kleb ihn näher an den Buchstaben N. Irgendwie hässlich. Da ist zu viel Platz bei Lady frei. Ich liebe es, es ist so flauschig. Hinter dem Lady kannst du doch ein Herz kleben. Ich habe eins ausgeschnitten. Okay, gib's her. Lady Bunny, jetzt ist unser Zimmer noch cooler. Wow! Flauschige Buchstaben! Mädels, ihr wollt so aussehen wie ich, oder? Gottchen, bild dir nichts drauf ein. Wir sind alle Bunnies. Wir sind alle pelzig. Mann, Mädels, ich will jetzt schon so schnell wie möglich die Nacht in diesem Zimmer verbringen. Jetzt komm, ein Selfie. Cheese! Meine Güte, Mädels, seht euch das an. Ich liebe das Foto so sehr. Ich glaube, es wird 1 Million Likes bekommen. Oh, Knopper, was ist passiert? Ich glaube, das Fell kitzelt in meiner Nase. Nein, Knopper, du musst dir nun mal wieder die Nase enthaaren. Was? Du nimmst einfach ein Wattestäbchen und tauchst es in Wachs. Dann führst du es in deine Nase und das war's. Keine Haare mehr. Das sollte man nicht machen, das ist ungesund. Aber wir haben wirklich Nasenhaare? Maskottchen, das ist doch was ganz Normales. Unsere Nasenhaare schützen uns vor Staub. Jetzt kommt, lass uns live gehen. Und allen unseren Raum zeigen. Los geht's, Leute. Los geht's, Leute. Hallo. Wir sind live bei Lady Bunny. Schaut mal, wie cool wir unser Zimmer mit diesen pelzigen Buchstaben dekoriert haben. Mögt ihr es? Wir mögen es sehr. Sie wollen so sein wie ich, so flauschig. Maskottchen, beruhige dich. Flauschig. Mädchen, die Bunnies sind live. Was? Los geht's, Leute. Hallo. Wir sind live bei Lady Bunny. Schaut mal, wie cool wir unser Zimmer mit diesen pelzigen Buchstaben dekoriert haben. Mögt ihr es? Ja, so kreativ sind sie. Sie haben pelzige Buchstaben an die Wand geklebt. Aber Blondie, das ist doch cool. Wir haben nur ein altmodisches Poster an der Wand. Sind wir altmodisch oder was? Seht euch an, Frösche. Woher kommen die? Wenn ihr ein Poster an der Wand als schick betrachtet, dann ja, dann seid ihr einfach altmodisch. Wir sprechen eigentlich über das Poster und nicht über Footballer. Hört zu, Froschfresser. Ihr habt uns in letzter Zeit oft verärgert. Wenn ihr schlecht über uns redet, dann werden wir schlecht über euch reden. Kapiert? Hört zu, Footballer. Geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Ihr seid dumme Dummköpfe. Wir haben uns die Live-Übertragung der Bunnies angesehen und ihre pelzigen Buchstaben gesehen. So neidisch. Wir waren nicht neidisch. Nein, wir waren nicht neidisch. Aber wir müssen unsere Wand verändern. Wir sollten dort Frösche mit Strasssteinen hinschreiben. Verdammt, diese Frösche sind echt verrückt. Ihr seid wertlose Footballspieler. Also, Mädels. Wir müssen eine Menge grüner Strasssteine bestellen. Groß oder klein? Groß, damit man Frösche sehr gut sehen kann. Wir kleben sie hier hin, schalten das grüne Licht an und schon schimmern sie im ganzen Zimmer hier rum. Ach, schön. Ja, cool. Du bist so brillant, Blondie. Basketballer, wie seid ihr hier reingekommen? Ihr wohnt im blauen Haus und dürft hier gar nicht rein. Ja, vor allem, weil es jetzt Nacht ist. Wir haben euren Livestream gesehen und haben gedacht, wir kommen schnell her. Wir haben uns ganz leise reingeschlichen. Diana, das Zimmer ist so cool. Und schau mal, was ich mitgebracht habe. Haarbänder mit Ohren. Leute, habt ihr nach dem Sport nicht geduscht? Hier riecht's nicht so gut. Maskottchen, spiel dich jetzt nicht so auf. Du wohnst doch auch im blauen Haus. Mädels, wir hatten Training, deshalb bin ich so lange geblieben. Mädels, ihr seid so kreativ. Wollt ihr auch was in unserem blauen Haus basteln? Es ist so langweilig und grau da drüben. Wir wollen, dass es da genauso schön ist wie hier und so flauschig. Jungs, ihr müsst doch einfach euren Verstand benutzen. Wir wollten etwas im Raum verändern, also haben wir das dann getan. Hört zu, Mädels, lacht nicht über uns. Wir sind halt nicht so kreativ. Ja, da liegt unsere Schwäche. Ja, das ist echt cool hier. Ich würde gerne heute Nacht hier schlafen. Mädels, sagt etwas zu diesen Idioten. Die Basketballspieler werden hier nicht übernachten. Das ist das Zimmer der Mädchen. Aber das Maskottchen schläft hier. Ja, genau. Ich habe einmal bei euch übernachtet und musste vor der Tür schlafen. Ja, ich erinnere mich daran. Das liegt daran, dass ihr Basketballer das Maskottchen nicht in die Jungtoilette gelassen habt. Ganz einfach. Diana, nimmst du diese Haarbänder von mir an oder bist du an diesem Geschenk nicht interessiert? Danke, Smile. Sie sind echt sehr süß. Stellt euch vor, die Live-Übertragung hat gerade stattgefunden und die Basketballer sind schon da. Ich bin schockiert, wie sie reingekommen sind. Das sind Basketballspieler. Sie werden jedes Loch finden. Wir haben Ohren, Mädchen. Ja, ihr habt's erraten. Wir sind durch ein Loch hierher gekommen. Und zwar durch die Hundeklappe. Ja, Jungs. Durch eine Hundeklappe zu klettern macht sehr viel Spaß. Also wirklich. Was glaubt ihr, was für Hunde ihr seid, hä? Als ich da durchgeklettert bin, habe ich so getan, als wäre ich ein Pitbull. Woo, woo, woo. Und ich kam sehr leicht durch das Loch, weil ich mir vorstellte, dass ich ein Terrier bin. Wow, wow.
Und ich bin ein Pudel. Und schaut mal, ich bin ein Panda. Basketballspieler, ihr seid echt lächerlich, aber lustig. Okay, Basketballspieler, wenn ihr unsere Stimmung noch mehr heben könnt, könnt ihr euch ein bisschen zu uns setzen. Wenn ich durch das Loch hätte klettern wollen, hätte ich es nicht geschafft. Mein Hinterteil würde dort auf jeden Fall feststecken. Ja, und nur dein flauschiger Schwanz würde herausragen. Dann schlage ich vor, dass wir das Spiel passiert oder nicht oder Frage-Antwort spielen. Wie dein Finger. Okay, lass uns das Spiel passiert oder nicht spielen. Also Jungs, die Fragen werden ernst werden. Und erwachsen werden sie sein. Wir sind bereit! Wer ist da? Mädchen, können wir reinkommen? Wir haben noch nicht Ja gesagt und ihr seid schon drin? Was ist denn passiert, Gigi? Browse? Gigi hat mich am Kopf getroffen. Ja, mit diesem Ball. Aber es war ein Unfall. Aber ein schwerer Unfall. Und weiter? Das passiert jedem. Ich habe eine riesige Beule am Kopf. Mädchen, ihr müsst ihm helfen. Gebt ihm eine kalte Kompresse oder so. Na los. Gigi, kannst du das nicht selbst? Er ist doch dein Freund, also kümmer du dich drum, hä? Mädchen, ich bin schockiert. Warum haben sie euch diese Mützen gegeben? Damit ihr helfen könnt. Und wer ist noch gekommen? Wer ist da? Leila, Jana, wir haben ein Problem. Wir haben den Schlüssel für die Handschellen verloren. Warum habt ihr euch denn Handschellen angelegt? Wir haben beschlossen, uns zu versprechen, dass wir immer zusammen sein werden. Aber jetzt muss ich auf Toilette. Gebt uns den Schlüssel, bitte. Glaubt ihr, wir haben 100 Schlüssel und die sind alle für Handschellen? Geht zu Lehrer Mike. Vielleicht kann er euch dabei helfen, zum Beispiel die Handschellen durchzuschneiden. Und warum sitzt ihr hier? Ihr verdient es nicht, diese Mützen zu tragen. Bros, lass uns gehen. Ich leg dir eine kalte Kompresse auf. Diese Leila und Jana, die sind zu nichts fähig. Gehen wir. Okay, ich verstehe gar nichts. Es ist Abend. Alle sollten schlafen. Und sie erleben eine Art Abenteuer. Das war notwendig. Gigi hat den Ball auf Bros Stirn geschossen. Und schau dir Julie und Thomas an. Sie waren tatsächlich mit Handschellen gefesselt. Was ist denn ewige Liebe? Wie sind sie auf so eine doofe Idee gekommen? Leute, habt ihr Hilfe bekommen? Nein, sie sind so unverschämt. Sie wollen einfach nicht helfen. Mädels, helft uns. Findet für uns den Schlüssel. Ich kann's bald nicht mehr halten. Wie sollen wir euch denn helfen? Ich verstehe nicht, was hier los ist, ihr Verlierer. Warum schläft niemand? Oh, Coach Abby, du bist genau das, was wir brauchen. Schau, Bros hat eine Beule. Coach Abby, wir haben ein Problem. Sie waren bereits bei Jana und Leila und baten um Hilfe. Und sie haben ihnen einfach gesagt, sie sollen verschwinden. Was meint ihr mit verschwinden? Sie sollten dem gesamten Landhaus Hilfe leisten. Sie haben die Mützen vom Roten Kreuz. Das bringe ich in Ordnung. Na endlich! Trainerin Abby wird sich darum kümmern. Also, ich habe einen Lipgloss gekauft. Die Lippen sind nach dem Auftragen so weich geworden. Jana, ich habe diesen Highlighter bestellt. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder benutzen. Also, Mädchen, was ist das Problem? Warum helft ihr ihnen nicht, ha? Sie beschweren sich. Bros, komm her. Jetzt gebe ich dir eine kalte Kompresse. Shelley, Thomas, kommt her. Ich werde gleich den Schlüssel für eure Handschellen finden. Mädchen, wenn ich herausfinde, dass ihr eure Arbeit nicht richtig macht, verliert ihr eure rote Kreuzmützen. Und ihr seid keine Verwalterinnen mehr, verstanden? Seid bitte vorsichtig! Verstanden, Coach Abby. Das wird nicht mehr vorkommen. Hallo, Pizza! Hi, Pizza! Jungs, was macht ihr hier? Wohnt ihr nicht im blauen Haus? Leute, macht die Tür zu! Pizza, wir sind aus dem blauen Haus zu dir gekommen. Ja, wir sind sehr hungrig. Wir haben da niemanden, der leckeres Essen kocht. Kannst du uns vielleicht was Leckeres kochen oder sowas? Leute, was ist mit euch? Alle haben schon gegessen. Es gibt nichts mehr. Pizza, wir wissen, dass du eine Mahlzeit einfach so machen kannst. Bitte! Warum schreit ihr? Okay, nehmt eine Packung Kekse und dann geht zum blauen Haus. Ist das dein Ernst? Kekse? Ich bin kaum durch die Hundeklappe gekommen. Mein Hintern war festgesteckt. Dima hat mich durchgeschoben. Und jetzt willst du uns Kekse geben? Wisst ihr, Jungs, wenn ihr jetzt hier esst, dann schafft ihr es nicht mehr zurück ins blaue Haus. Und Lehrer Mike schimpft mit euch. Wir nehmen das Essen mit und essen im blauen Haus. Gib uns Pizza und Nudeln mit Käse. Wir werden hier nicht ohne Essen weggehen. Ich hab genug von euch. Okay, 15 Minuten. Versteckt euch im Kleiderschrank. Soll ich Ihnen Pizza und Nudeln mit Käse machen? Oder soll ich mich bei Lehrer Mike beschweren? Okay, ich bin keine Verräterin. Also Jungs, eine Frage an euch alle, außer Smile. Habt ihr euch jemals vorgestellt, mich zu küssen? Ja, hab ich. Ernsthaft? Wolltet ihr alle schon mal mit mir rummachen? Diana, ich kann's mir ja nur vorstellen. Du musst ja unbedingt mit Smile zusammen sein. Hör auf davon zu träumen, Diana zu küssen. Und was ist mit dir, Romeo? Smile, es ist schon lange her, weißt du? Okay, ist mir egal. Knopper, jetzt du. Ich stell eine Frage. Knopper, stell die Frage, die ich dir ins Ohr geflüstert habe. Los! Oh ja! Jungs, kommt schon, gebt es zu. Habt ihr jemals in der Schule in die Frauenumkleidekabine geguckt? Ja, hab ich. Aber es war nur ein Versehen. Das macht Sinn. Das dachte ich mir schon. Wenn ihr noch einmal guckt, dann glaubt mir. Und was ist dann, Maya?
Wir werden doch auch nur gucken. Mädels, jetzt ist es an der Zeit, dass wir euch eine Frage stellen. Hier, nehmt das Papier. Mädels, beantwortet diese Frage. Habt ihr uns schon mal oberkörperfrei gesehen? Passiert oder nicht? Passiert. Das stimmt. Ist das noch normal? Sie haben Jungs in ihrem Zimmer. Das müssen wir Coach Abby sagen. Boah, was erlauben die sich? Ja, das ist echt dreist von denen. Mädchen, was macht ihr hier? Lehrer Mike, was machst du hier? Du solltest doch im blauen Haus sein. Ich bin auf der Suche nach Trainerin Abby. Lehrer Mike, wir wollten auch nach ihr suchen. Ist das normal? Die Bunnies haben Basketballspieler in ihrem Zimmer. Sie sollten im blauen Haus sein, aber nicht in Bunnies Zimmer. Da drin sind Basketballspieler? Ja, genau da. Geh und mach sie fertig. Los, Lehrer Mike. Mädels, ich suche jetzt einfach Coach Abby, okay? Und sie wird sich dann selbst um die Mädchen kümmern. Nun, sollen wir den Bunnies eine Freude machen? Ja! Ja. Bunnies! Nicht passiert! Frösche, ihr wurdet erwischt und sie werden euch fertig machen. Verstecken wir uns auf der Toilette und schauen zu, wie sie die Basketballer rausschmeißen. Ja, lass uns darüber lachen, wie wir den Abend der Bunnies ruiniert haben. Jungs, ihr müsst dringend unser Zimmer verlassen. Ernsthaft? Wir werden Coach Abby treffen! Dann versteckt euch! Abby, hallo. Oh, Mike, warum bist du hier und nicht im blauen Haus? Ich such nach dir. Die Bunny-Mädchen haben die Basketballer in ihrem Zimmer. Was meinst du mit Basketballspielern? Die schlafen doch schon. Nein, Abby, sie sitzen da und lachen. Oh, diese Bunnies. Nun, lass uns mal nachsehen. Abby, geh du ohne mich. Du kümmerst dich um die Mädchen und ich kümmere mich um die Basketballspieler im blauen Haus, ja? Mike, erklär ihnen einfach, dass es unmöglich ist, zu diesem Zeitpunkt in das rosa Haus einzudringen. Wie sind sie überhaupt hier reingekommen? Die Türen waren noch geschlossen. Wahrscheinlich durch die Hundeklappe oder so. Da bin ich auch reingekommen. Ich tue einfach so, als würde ich schlafen. Ich mach das Gleiche. Smile. Decke über den Kopf. Leute, geht hinter den Vorhang. Beeilt euch. Was, Smile? Ich bin ein Bunny. Wo verstecken wir uns? Wir verstecken uns hier. Wir tun so, als würden wir schlafen. Und ich bin nur Deko. Passiert oder nicht? Nastia? Maya? Ich glaube nicht, dass ihr schlaft. Ja, natürlich, ihr schnarcht. Gut, dann schauen wir uns mal das Zimmer an. Gut, ich glaube euch nicht. Maskottchen, versteck deine Hand. Du trägst keinen Handschuh. Ja, ja, dass ich nicht lache. Die Mädels schlafen schon, ist klar. Mädels, steht auf. Ich weiß alles. Es interessiert mich sehr, wenn zwei Bunnies dort und zwei Bunnies hier schlafen. Wer ist denn dann in der Mitte? Hallo Trainerin Abby, ich bin ein Bunny! Coach Abby, es tut mir leid, dass das passiert ist. Schimpf nicht mit uns. Smile, schnell zum blauen Haus. Und wo ist der Rest? Okay Leute, raus mit euch, wir sind aufgeflogen. Jungs, wo wohnt ihr? Im blauen Haus. Und welches Haus ist das? Das rosa Haus. Und was macht ihr hier? Also schnell zum blauen Haus. Aber halt, und wie seid ihr hergekommen? Die Türen waren geschlossen. Das ist ein großes Geheimnis, ja? Du wirst es nie erraten, Coach Abby. Und Mädchen? Coach Abby, wir haben ein Spiel gespielt. Passiert oder nicht? Wenn du uns nicht gestört hättest, dann wären sie einfach gegangen. Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Wie trainiert ihr morgen? Ihr werdet wie schläfrige Fliegen sein. Okay, Coach Abby, wir verstehen dich. Gute Nacht, Coach Abby. Wir gehen ins Bett. Gute Nacht, Mädels. Ihr habt mich wieder enttäuscht. Also wirklich, nicht schön. Ich frag mich, was mit Maskottchen ist. Das Maskottchen ist Deko. Sie hat ihn nicht bemerkt. Okay, Knopper, lass uns schlafen. Leute, liked das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Wir sehen uns bald wieder an alle. Tschüss zusammen!